Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade am Hafen angelangt, denn wir sind heute zu Dreharbeiten. Wir spielen nämlich Kulisse, jetzt muss man eben gucken. Da hinten steht irgendwo unser Imbisswagen schon, der als Kulisse dienen soll. Und wir sind heute zu den Dreharbeiten von Wilsberg. Für diejenigen, die Wilsberg noch nicht kennen, Wilsberg ist nach dem Münster-Tatort der zweitgrößte Krimi aus Münster. Und deswegen sind wir jetzt hier am Hafen. Ja, und bevor wir jetzt aufbauen, müssen wir erstmal zur Maske, damit wir mit dem riesen Panzergefährt, sag ich mal, da nicht durch die ganze Gegend eiern müssen. Ja, jetzt gucken wir mal an der Maske, was da so abgeht. Was denn? Den anderen Kran haben sie jetzt abgebaut, guck mal. Ne, es ist der Kran, den haben die vorgeschoben. Da hinten war auch einer. War auch einer? Da hinten auch einer. Keine Ahnung, was uns erwartet. Was wir machen, was wir nicht machen dürfen. Also wir spielen auf jeden Fall eine Szene mit Imbisswagen, bla bla. Genau, da ist der Kran. Da habe ich doch mal, wo ist er denn? Da. Da habe ich ja mal, haben wir mal einen Livestream gemacht. Schon ein paar Tage her. Ich glaube jetzt ein Jahr oder so. Ja, schauen wir mal. Ja, sind zu früh dran und jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir in die Maske können oder Kostüm, keine Ahnung. Hier haben sie so eine halbwegs Zeltstadt aufgebaut mit so einem Cateringwagen, bla bla. Ist aber noch nicht viel los, weil wir fast eine Stunde zu früh sind. Also latschen wir jetzt erstmal wieder zurück und gucken mal, wo wir hier so käffchenmäßig was kriegen um die Uhrzeit. Chillen. Chillen, ja genau. Erst chillen, dann grillen. Ja, und wenn wir jetzt warten, haben wir schon das zweite Filmset entdeckt. Auch mitten im Hafen hier. Und zwar sieht man da hinten, Moment, mal gucken, ob ich das zeigen kann. Da hinten sieht man Blaulicht irgendwo. Da. Das soll jetzt wohl wahrscheinlich so eine fiktive Bank oder irgendwas sein oder Finanzamt, ich habe keine Ahnung. Wird man ja in der späteren Folge dann sehen. Ja, jetzt ist erstmal Straße gesperrt und wir warten immer noch, 20 Minuten noch, bis das wieder, Straße wieder auf, jetzt dürfen sie wieder fahren. Ja. Haben sie auf jeden Fall schon mal riesige Scheinwerfer aufgebaut, die den ganzen Hauseingang beleuchten sollen. Und für alle, die aus Münster kommen, wir stehen hier direkt neben dem Harley-Shop im Hafen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist Architekturbüro, glaube ich. Also jetzt im Original. Was es im fertigen Krimi sein soll, weiß ich nicht. Wir verstehen über so Mädels, die das Ganze hier absperren, damit er hier keine unnötigen rumlungern, so wie wir. Jetzt stehen wir auch schon da, wo wir hinwollen oder hin sollen. Nochmal kleine Info nebenher, außer dass hier eine riesen Baustelle ist. Wenn ihr keinen Schauspieler sehen solltet, die vom Fernsehen machen immer voll Mimimi, weil die Produktionsgesellschaft denen das verbietet, das auf Facebook, YouTube, bla 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 hochzuladen, müssen wir mal gucken, ob das klappt oder nicht. Wenn nicht, dann seht ihr das endgültige Ergebnis dann inklusive Schauspieler erst, wenn der wirklich, wenn der Wilsberg ins Fernsehen kommt. Und zwar stehen wir jetzt, ich gehe mal ein Stück weg, dann sieht man das besser, weil die Klappe, die machen wir gleich auch noch auf, weil die drehen eine Szene hier durch den Wagen durch. Unser Bulli kommt da gleich auch noch weg. Das heißt, eine Szene wird irgendwie von hier gedreht, wie die hier so lang latschen. Dann drehen die auf den Hafen und dann vor dem Imbisswagen drehen die dann nochmal, wie die dann da essen. Ja, bitte. Ich muss dich mal eben befummeln. Du musst dich befummeln? Oh, jetzt muss ich aufmachen. Ah. Auf jeden Fall ging es denen darum, oder geht es denen darum, dass die halt durch den Imbisswagen durchfilmen können. Dieses klassische Imbissbild da mit rauchender Fritteuse und sowas alles. Ja, und wir sind jetzt, bauen auf, wir haben hier leider keinen Strom, so halb so wild, weil wir gleich die Klappe ja noch losmachen und dann gucken wir mal, was das wird. Wir haben nämlich jetzt gerade erst Mittag und wir können jetzt halt schon mal die Fritteuse anheizen, weil wir brauchen ja ein bisschen Vorlauf, weil das soll ja auch echt aussehen. Achso, Werbung dürfen wir nicht machen. Da ist ja unser Logo. Oder beziehungsweise eins, das LED-Logo. Das musst du dann abkleben, weil selbst hier auf so einer Jacke, das da, das darf man auch nicht sehen. Deswegen muss ich gleich auch sogar die Dings ausziehen. Aber Pommesman ist genehmigt, das darf ich anlassen. Nun ja. Ja, und so sieht das Ganze jetzt geöffnet aus.
Sonne ist gerade wieder weg, entschwunden. Also hinten die Klappe los, da die Klappe los und der auch. Bin mal gespannt. Jetzt machen die gerade alle noch Mittag da von der Produktionsfirma. Gab es übrigens lecker Spargel, gab es, genau. Durften aber jetzt nicht essen, weil, ja, weil wir aufbauen mussten. Ja, weil wir selber was zu essen. Ich habe auch Hunger. Gar nicht gefrühstückt. Aha, da kommt sie. Und Käffchen? Jo. Und Zigarette. Ah, und Zigarette, genau. Und wir glühen schon mal und dann, ja, schauen wir mal. Es waren aber schon, wie viele waren da, die nach Pommes gefragt haben? Machst du Pommes drauf, kommen sie schon alle an und fragen. Gucken schon mal. Lecker, lecker. Ja, und jetzt wird noch eine andere Szene gedreht. Immer noch warten. Das Schlimmste am Fernsehen ist immer warten. Und zwar drehen die gerade eine Szene, das ist hier unsere örtlichen Stadtwerke. Und die drehen gerade irgendwie eine Autoszene da hinten. Irgendwie im Eingangsbereich drehen die auch noch was. Und dann latschen die gleich hier rüber irgendwie. Und ja, wie genau die Story ist, weiß ich selber nicht. Aber warten. Warten, 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 warten. Ja, und nach endlosem Warten ist das Ganze jetzt noch fertig gedreht. Da ist übrigens das Auto vom, wo ist es denn? Da, genau, da. Von dem LKA-Mann, der den Ecki überwacht hat. Wie ich schon eben sagte, durfte ich natürlich nichts filmen, ist klar. Weil die da von der Produktionsgesellschaft da voll Heuleritis kriegen. Aber egal, jetzt räumen wir es mal auf und dann genau, sehen wir uns in gefühlt einer Sekunde wieder. So. So. Insgesamt 7,5 Stunden haben wir fast jetzt da verbraucht oder verbraten. Und ja, man glaubt es kaum, alles im Fernsehen ist fake. genau. Die, wenn ich sage, alles ist fake, dann meine ich das auch so, weil selbst die Statisten, also nicht Statisten, sondern selbst die Passanten, die Fahrradfahrer und alles, was man halt eben in so einer Fernsehproduktion sieht, die sind auch alle fake, die sind alle angestellt, weil alles unterschrieben werden muss und es darf nichts gezeigt werden. Und ach Gott, 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 Gott. Für diese kleine Popelszene, wo wir jetzt drin waren, da waren insgesamt 30 Mitarbeiter, das muss man sich mal reinziehen, ich habe die mal gezählt. Also nicht nur Kamera, da waren glaube ich 2 Kameramänner, 2 Regie-Heinis, dann halt eben einer für die Maske, einer für, keine Ahnung, also wir Ton mehrere Leute und, man glaubt es gar nicht, Techniker und, die alles ran und hin und her geschafft haben. Ja. Auf jeden Fall ziemlich viel Aufwand. Ich glaube, wir werden auch wahrscheinlich gar nicht im Endeffekt so viel zu sehen sein. Wenn es hochkommt, sind wir 2 oder 4 Sekunden vielleicht überhaupt in dem ganzen Krimi drin. Wir werden es also sehen, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht wie viel. Wir haben auch keine großartige Sprecherrolle. Wir waren ja halt eben nur, naja, Deko und unser Imbisswagen war ja die Kulisse von dem Ganzen. Ja, wir werden sehen. Damit wären wir heute auch durch, aber es geht morgen schon weiter, denn wir sind morgen schon wieder für Fernsehen unterwegs, dann aber ein bisschen länger, ein bisschen aufwendiger, und zwar sind wir für Stern TV unterwegs, das sogar im Garten, man glaubt das kaum. Wir hoffen mal, dass das Wetter heute ein bisschen besser wird, denn wir haben uns heute richtig den Arsch abgefroren. Genau, aber das seht ihr erst im nächsten Video und genau, ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin würde ich sagen, hoffentlich wird es wärmer. Winke!